Er war ein exotischer Filmstar. Sein Leben und seine Filme sorgten gleichermaßen für Aufsehen. Seine Persönlichkeit blieb mysteriös und die offenkundigen Lügen, die er über sich verbreitete, sollten über sein wahres Ich hinwegtäuschen. Sein kahler Schädel als Markenzeichen machte Filmgeschichte. Er ist der einzigartige Yul Brynner. Er wurde am 11. Juli 1920 in Wladiwostok in Russland geboren. Brynner behauptete später, er wäre 1915 als Taiche Khan auf einer Insel vor Sibirien auf die Welt gekommen. Er lebte in China und Frankreich, bevor er 1940 nach Amerika auswanderte. Yul begann mit der Schauspielerei, nachdem ein Unfall seine Karriere als Zirkusakrobat beendet hatte. 1947 fiel er bei Probeaufnahmen für Universal wegen seines exotischen Aussehens durch. Das ist Ingrid Bergman als Anastasia, eine Frau, die sogar sich selbst fremd ist. Eine Marionette in den Händen amoralischer Männer. Yul Brynner ist der Erzverschwörer. Seine erste Hauptrolle spielte Brynner 1956 in Anastasia. Anna, am I Anna? Why not Tamara or Lisa? Why not Tatiana? Yes, why not Tatiana? Er spielte einen russischen General im Exil, der in Paris eine heimatlose Prinzessin findet. Ingrid Bergman war grandios als Anastasia. Are you afraid that he's going to be in control? Over what? Over me? Over the money? I don't give a hang about the money. Nach einer 8-jährigen Auszeit vom Film war dies ihr Comeback, das mit einem Oscar gekrönt wurde. Im gleichen Jahr bekam Brynner die Rolle, die ihn unsterblich machen sollte, den König von Siam. Der König und ich erzählt die wahre Geschichte einer Lehrerin, gespielt von Deborah Carr, die es im 19. Jahrhundert an den siamesischen Königshof verschlug. Sie und der König geraten sofort aneinander. I am king as I was born to be. Your Majesty, I do not intend to have my boy brought up in a harem. Who is king here? I remind you, so you remember that. I do not remember any promises. I do not remember anything, except that you are my servant. No, Your Majesty, that is not true. I am most certainly not your servant. Your Majesty, I beg of you, don't take revenge on this girl. This girl hurt your vanity, that is all. She didn't hurt your heart. You have no heart. Doch schließlich werden die beiden Freunde. Brynners exotisches Aussehen und sein etwas ungestümes Auftreten passen zu der Rolle wie angegossen. Der König und ich erhielt 6 Oscars, darunter auch den für Brynner als besten Hauptdarsteller. Paramount Pictures präsentiert Ihnen stolz Cecil B. DeMille's Die 10 Gebote. Gleich darauf hatte Brynner eine weitere Hauptrolle in dem Bibel-Epos The Ten Commandments, deutsch Die 10 Gebote. Der Film wurde in Ägypten unter der Regie des großen Cecil B. DeMille gedreht und bot eine der größten Kulissen, die je für einen Film gebaut wurden. People go. Come to me no more, Moses.
from you will surely die. So let it be written. Brunner und Charlton Heston waren die Widersacher in dieser Geschichte über das Leben des Moses. Die beiden Stars lieferten einige unvergessliche Szenen. Death to the slaves! Moses lehnt seinen Vater und ein privilegiertes Leben ab, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Brunner fühlte sich sichtlich wohl als der Pharao, der die Ansichten von Heston nicht teilt. Go out from among us, you and your people. Set you free. The Ten Commandments. Es kam daher nicht überraschend, dass Brunner und Heston auch in DeMilles letzten Film The Buccaneer, Deutsch König der Freibeuter, zu sehen waren. Anthony Quinn, der Schwiegersohn des berühmten Produzenten, führte Regie für dieses spannende Abenteuer. Seven. Counting you, Mr. Brown. Because I'm going to hang you. Brunner spielte den tollkühnen Piraten Jean Lafitte während des Krieges von 1812. I got the British marching up my back. I can't stand here talking all night. Heston als General Andrew Jackson ist gezwungen, Lafitte gegen Waffen und Männer zu begnadigen. Oh, you're looking for a quick way out of life, Jackson. If you put a bullet in my brain, I'd still live long enough to kill you. Welcher Handel wird mit dem knallharten Piraten abgeschlossen? Auch hier schaffen die beiden Stars ein ganz besonderes Spannungsverhältnis. In The Journey, Deutsch die Reise, spielte Brunner wieder neben Deborah Carr. Reisende zu der Grenze, die die Welt entflammte. Die Furcht hält sie zusammen. Ihr Schicksal liegt in den Händen zweier Menschen aus verschiedenen Welten. Der Film erzählt die Geschichte einer ungarischen Freiheitskämpferin, die mit einer Gruppe von Kindern durch die russische Invasionslinie schlüpfen will. Brunner spielt einen sowjetischen Major, der die Gruppe passieren lassen will, wenn Carr mit ihm schläft. Menschen aus vielen Ländern, die Stunden zuvor noch Fremde waren. Nun geraten ihre Konflikte und Leidenschaften in einen Mahlstrom der Emotionen. Die Reise ist ein packendes Abenteuer und große Unterhaltung. Der junge Jason Robards war zu sehen und der Schauspieler und Regisseur Robbie Howard feierte sein Filmdebüt. Gedreht in Schussweite des eisernen Vorhangs. ...1959 trat Brunner in dem letzten Film des legendären King Vidor auf, Salomon and Sheba, Deutsch Salomon und die Königin von Saba. Jule ersetzte Tyrone Power, der an einem Herzinfarkt gestorben war. Gina Lollobrigida spielte die provokante, exotische Saba und Jule den Salomon. Das größte Spektakel, das je auf der Leinwand zu sehen war. Tage der Schlacht. Nächte des Verlangens, die die Welt erschütterten. Seht die vielen Sünden. Die prunkvollen Feste. Die weintrunkene Orgie vor dem Götzenbild. Seht, wie die Wüste unter den Kampfwagen des Pharaos bebt. Das Wunder des blendenden Lichts. Der entsetzliche Todessturz der ägyptischen Truppe. Die wutentbrannten Blitze, die über die Erde zucken. Die Zerstörung von Salomons wunderbarem Tempel. Seht vor allem die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Mit George Sanders und John Crawford als Co-Stars war der Film ein Augenschmaus. Doch am bemerkenswertesten ist vielleicht Brunners volle Haarpracht. Brenner, McQueen, Coburn, Vaughn, Brunson. Buckholz, Dexter, The Magnificent Seven.
1960 war Brünner Anführer der Magnificent Seven, Deutsch die glorreichen Sieben. We wish you to help us. There is this man, Calvera. A thief. A murderer. He and his men, they steal our food. And then they leave us to starve. And he will do so until he is stopped. Even five won't give us too much trouble. There won't be any trouble. You ride on. Ride on? I'm going into the hills for the winter. Where am I going to get the food for my men? Er und eine Gruppe von Revolverhelden sollen ein Bauerndorf vor dem Schurken Eli Wollach beschützen. Somehow I don't think you solved my problem. We deal in lead, friend. Solving your problems isn't our line. Die Helden helfen, nicht des Geldes, sondern des Abenteuers wegen. Auch Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn und Robert Vaughn waren Teil einer Besetzung, die als die größte Ansammlung harter Burschen in der Filmgeschichte gilt. Diese Adaption von Akira Kurosawas Film Die Sieben Samurai wurde zu einem Hollywood-Klassiker. Sieben, die kämpfen wie 700, die glorreichen Sieben. Nun können Sie einen Spielfilm zu den Weltwundern zählen. 1962 spielte Brünner eine Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert war. Taras Bulba ist ein Epos über einen Kosakenführer, der sein Land den polnischen Invasoren wieder entreißen will. Nach all seinen Lügen über seine mongolische Herkunft konnte Jule seine Behauptungen nun wenigstens filmisch umsetzen. Den schrecklichen Kampfschrei der Kosaken auf den Lippen. You fight well, Cossack. How are you known? Armed guards behind my back. Your name? Taras Bulba. Tony Curtis gab den Sohn des Helden, der sich in ein polnisches Mädchen verliebt. I love you, Andre. I will always love you. You know that. I love you. But I can't let you fight against your own people. I can't do it. Please don't. You're a Cossack, Andre. I'm a man before I'm a Cossack. Don't let them use me. Taras Bulba ist eine Rückkehr zum Hollywood-Epos mit spektakulären Action-Szenen und prächtigen Kulissen. We're at number 62-1. Pardon me. 62-2, now that you're here. 1966 stand Jule mit Größen wie Kirk Douglas, Frank Sinatra und John Wayne vor der Kamera. In Cast a Giant Shadow, Deutsch im Schatten des Giganten, spielte Douglas den Colonel Mickey Marcus, der Präsident Roosevelt während des Zweiten Weltkrieges beriet und später die israelische Armee reorganisierte. Im selben Jahr gab Brünner erneut den Westernhelden in Return of the Seven, Deutsch die Rückkehr der glorreichen Sieben. Darin wird das gleiche Dorf von einem neuen Schurken heimgesucht. Chris, der Starke. Größer als jeder Kampf, den er je ausfocht. You're either a very stupid or a very brave man, Senor. One word from me and you would be dead. That'll make two of us. The five Winchesters pointed at your head. Vin, der Mann, der seine besten Kämpfe für gute Zwecke unter schlechten Bedingungen liefert. Chico, er ist jetzt ein Mann des Friedens. Doch Gewalt prägt seine Vergangenheit und seine Zukunft. Einer der ursprünglichen Sieben bittet Brünner um Hilfe. Jule versammelt eine neue Gruppe von Männern, um das Dorf zu verteidigen und holt einige dafür sogar aus dem Knast. Warren Oates sticht als Frauenheld und Scharfschütze heraus. Spion zwischen zwei Fronten. Das ist der Superbankräuber, der die Kombination der Festung Europa geknackt hat.
Brunner spielt neben Christopher Plummer in dem Spionage-Thriller Triple Cross, deutsch Spion zwischen zwei Fronten. Eine wilde Party in London. Eine Schießerei in New York. Eine Verhaftung in Frankreich. Ein Mord in Neapel. Und in England. Zwei Top-Profis schaffen ein Muster des Schreckens. Das internationale Markenzeichen, ein 100-Dollar-Schein. Das ist der Mann. Die Spur führt nach Soho. Dann drehte Brunner in England The File of the Golden Goose, deutsch Die Spur führt nach Soho. You're up against a smart, tight international ring. They're not just playing Monopoly with printed money. They're killers. What would you suggest? Infiltration. Join the ring. Yul Brynner ist Novak von der CIA. Er weiß, sein erster Fehler wäre sein letzter. What's going on here? Ever seen him before, love? Never. Copper. A lousy, stinking copper. Er spielte einen amerikanischen Agenten, der sich in London mit einem Mann von Scotland Yard zusammentut, um eine Mörderbande auszuheben. Brynner ist überall. Er folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Edward Woodward ist der Mann vom Yard, der zu weit hineingeriet. Charles Gray, die Eule, ein zwiespältiges Glied in der Kette der Gewalt. Was treibt Novak ins Innere, wo der Tod der Preis der Entdeckung ist? Niemand stellt die Fragen zweimal. I told you, I trust nobody. Ihr Leben steht hoch im Kurs, wenn ihre Spur nach Soho führt. Die größte Schlacht gegen den Krieg, die je geschlagen wurde. Schlacht an der Neretva. Yul führte die internationale Koproduktion Battle of Neretva, deutsch die Schlacht an der Neretva, an, die die deutsche Invasion Jugoslawiens beschreibt. Dies sind die Partisanen. Ihre Feinde sind die Faschisten, die Chetniks und die Nazi-Gewalt. Starring Yul Brynner, Kurt Jurgens, Hardy Krueger, Franco Nero, Silva Cosina, Orson Welles. Die Welt wird die Schlacht an der Neretva nie vergessen. Jules Verne nahm sie mit vom Erdmittelpunkt zu den Mondkratern. Jetzt bringt er sie zum Licht am Ende der Welt. In Das Licht am Ende der Welt spielte Brunner neben Kirk Douglas. Nun muss ein Mann allein die Kraft des Bösen herausfordern, die das Licht am Ende der Welt zerstören will. Yul spielte einen Piraten, der einen Leuchtturm besetzt, um in böser Absicht Schiffe anzulocken. William loves you. And now you have come back. As young and beautiful as ever. You're not here. Jules Verne schuf eine faszinierende Geschichte, in der der Jäger und der Gejagte die Rollen tauschen. Der Film war kein Erfolg, aber Brunners sadistischer Pirat ist sehenswert. The light at the edge of the world. Rated GP. What'll it be? Vodka Martini on the rocks with a twist of lemon, very dry. 1973 gab der Schriftsteller Michael Crichton sein Regiedebüt mit Westworld. Der Film spielt in einem Abenteuerpark der Zukunft, in dem Urlauber ihre Fantasien ausleben können, darunter auch ein Westernabenteuer. Yul Brynner ist kein Revolverheld, sondern ein Roboter. Tatsächlich wird ganz Westworld von Robotern bewohnt. Richard Benjamin und James Brolin spielten zwei Geschäftsleute, die ihre wildesten Träume ausleben, die bald in einem Albtraum enden. Und nichts kann dabei schiefgehen. 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 Schiefgehen.
Die Androiden werden zur tödlichen Gefahr und Benjamin muss um sein Leben kämpfen. Sein Gegner ist der Revolverheld genauso tödlich wie unaufhaltsam. Westworld, so etwas haben Sie noch nie gesehen. Nach dem totalen Krieg. In dem futuristischen Action-Thriller The Ultimate Warrior, deutsch Krieger der Apokalypse, spielte Yul den Carson, der in einem völlig zerstörten New York überleben will. Sein Gegner ist der Baron, gespielt von dem legendären Max von Sydow. They figure they won't last very long. I've been looking for a man who would combine several attributes. You're a fighter. There's only nur ein Mann kann es mit den marodierenden Horden aufnehmen. This is the ultimate warrior, Yul Brynner. The Ultimate Warrior from Warner Brothers, rated R. 1972 wurde Delos für das Publikum geöffnet. Es bestand aus drei Fantasieurlaubsorten: Roman World, Medieval World und Westworld. Es war ein Paradies aus dem Computer, in dem nichts schiefgehen konnte. Oder doch? Einer von Brynners letzten Filmen war die Fortsetzung des Erfolgs Westworld. We have invested more than $1.5 billion to rebuild our equipment. Die Fehler wurden korrigiert. We have replaced every circuit. Die Technologie wurde perfektioniert. The new Delos is not only the most fantastic resort in human history, it is also failsafe. Und eine unglaubliche neue Welt wurde geschaffen. American International präsentiert Future World. Future World mit Peter Fonda spielt drei Jahre nach dem ersten Film. Yul gibt wieder den Revolverhelden in einem kurzen, aber bemerkenswerten Auftritt. We have ignition. Welcome to Future World, the ultimate vacation resort. Fully programmed for your pleasure. Where, for only $1,200 per day, you can experience anything you can imagine. And a few things you can't. My knight to your pawn. Prepare the Martian ski sequence for 5 guests and return power to grid 3. Future World, where every day is an exciting new adventure, where your fantasies become reality, where highly sophisticated technician, maintenance, and servant series robots work together to make your wildest dreams come true. Take us both. You can take risks, face danger, defy death, all in complete comfort and total safety. Safety, safety, safety. No! You will never harm Delos. They're duplicates. You will do what Delos instructs you to do. They're creating and programming duplicates of real people. You will destroy your original. I will destroy my original. Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill, and Yul Brynner. Even those of us who create them can't tell the original from the duplicate. Seien Sie froh, wenn Sie sich Future World leisten können. Und wenn nicht, sind Sie vielleicht besser dran, als Sie glauben. You may be luckier than you think. In den späten 70ern kehrte Brynner zu der Rolle zurück, die ihn zum Star gemacht hatte. Er verbrachte den Rest seines Lebens auf Tournee als König von Siam. Brynner starb am 10. Oktober 1985 an Lungenkrebs. Er hinterließ eine beeindruckende Sprachaufnahme, in der er das Rauchen als Ursache angab. Durch seine mysteriöse Exotik und seine Glatze schuf er eine eigene Aura. Seine unbestreitbare Leinwandpräsenz ließ ihn zum Star werden. Daher wird sich Hollywood stets an Yul Brynner erinnern. Thank you.